Ich möchte heute über drei Sachen mit euch reden. Und zwar einmal möchte ich mich selber vorstellen, alle Leute, die mich nicht kennen, einmal sagen, wen ihr vor euch habt. Und als zweites möchte ich einmal erklären, was wir hier eigentlich gerade machen dieses Jahr. Wir haben nämlich ein quasi so eine Art Superwahljahr. Das Wahljahr 2021 ist besonders, weil eben so viele verschiedene Ebenen neu besetzt werden im politischen System dieses Jahr. Und da möchte ich so ein bisschen erzählen, wo wir da eigentlich gerade drin stecken, was jetzt meine Rolle da drin ist und warum ich daran teilhaben möchte. Und als drittes möchte ich erklären, was dieses Format sein soll, also was ich hiermit vorhabe. Warum es das gibt, in welcher Form es das in Zukunft geben wird, was hier passiert, was ihr zu erwarten habt und wo sonst ihr noch Infos über mich bekommen könnt. Und ich denke, dann steigen wir gleich ein mit dem ersten Thema, nämlich über mich. Ich bin, wie gesagt, Klaas Goldenstein, 27 Jahre. Ich bin hier in Stade geboren. Ich sende von Stade aus direkt über Hamburg, 20 Kilometer. Ich habe hier im Jahr 2011 mein Abitur gemacht und bin danach direkt noch ein Jahr hier geblieben. Ich habe den Bundeswehrdienst verweigert und den Bundesfreiwilligendienst, der in dem Jahr neu geschaffen wurde, gerade dann zum ersten Mal dann hier in der Lebenshilfe in Stade absolviert und habe da in der Tagesbildungsstätte gearbeitet. Von dort aus bin ich dann nach Lüneburg gegangen, wo ich Umweltwissenschaften und Wirtschaftspsychologie studiert habe. Ich bin da reingekommen. Eigentlich wollte ich ursprünglich nur Wirtschaftspsychologie studieren. Das schien mir eine gute Sache. Ich habe das so ein bisschen abgewogen mit Umweltingenieurwesen. Mein Abitur war ein technisches. Ich habe vor allem Physik, Mathe, Geschichte, Informatik. Das waren so mehr so meine Fächer. Und dann bin ich, habe ich mich im letzten Moment, wirklich im allerletzten Moment noch umentschieden und habe gesagt, nein, was ich vorher als Nebenfach machen wollte, Umwelt-Naturwissenschaften, Umwelt-Sozialwissenschaften, oder Umwelt-Geisteswissenschaften hieß es damals, das möchte ich eigentlich als Hauptfach machen. Und dann bin ich in Lüneburg gelandet. Das waren aufregende Jahre. In Lüneburg ist das Interessante, dass wir da ein Studiensystem haben, was sich nicht so an den normalen Diplomstudiengängen orientiert, die es vorher vielleicht gegeben hat. Also es ist sehr durcheinander, könnte man sagen. Ich kann leider nicht so richtig viel lauter, weil mein XLR-Kabel ist ein altes, schrottiges aus dem Keller. Das fängt dann an zu rauschen. Das heißt, was ich machen kann, ist besonders laut reden oder er dreht mich einfach zu Hause weiter, lauter. Das Studiensystem in Lüneburg, da war ich gerade. Es gibt keine richtig festen Studiengänge, die auf einen bestimmten Job dort vorbereiten. Also zum Beispiel Umweltwissenschaften war da eine grobe Mischung aus. Ich hatte Vorlesungen in Ökologie, ich hatte Vorlesungen in Chemie, Kommunikation, ein bisschen Wissenschaftstheorie. Dann ging es weiter mit Umweltrecht und Planung, Management und Ökonomie. Wir waren bei Politikwissenschaft, wir haben, was haben wir danach gemacht? Politikwissenschaft, dann war im nächsten Semester, meine ich, Ethik. Also wir sind eine ganze Weltreise im Grunde gegangen und haben das Nachhaltigkeitsthema direkt von verschiedenen Seiten beleuchtet. Und dann hatte ich ja auch noch mein Zweitfach Wirtschaftspsychologie und da waren im Grunde nochmal, also erstmal die Grundlagen der Psychologie drin und dann bin ich noch in Differenzielle, also die Entwicklungspersönlichkeitspsychologie reingegangen, in Sozialpsychologie, also warum wir uns so merkwürdig verhalten, wenn wir in Gruppen unterwegs sind und Organisationspsychologie, wie wir Unternehmen leiten, welche Bedarfe es in bestimmten MitarbeiterInnengruppen gibt, welche bestimmten Organisationsregeln zum Beispiel Hilfsbereitschaft fördern und welche so ein Konkurrenzdenken. Also das war ein sehr breit gefächertes Studium. Lüneburg bildet keine Leute aus, die dann von da aus Fachidioten werden. Das ist jetzt blöde gesagt, aber ich habe immer zum Beispiel gesagt, jede Chemikerin ist eine bessere Chemikerin als wir als Umweltwissenschaftler. Wir haben auch ein bisschen Chemie gemacht, aber eben nie so gut wie jemand, der direkt alleine Chemie studiert hätte. Was ist also unser Steckenpferd, was können wir? Wir wurden von vornherein darauf vorbereitet, eine Schlüsselposition einzunehmen zwischen verschiedenen Fachdisziplinen, zwischen der Wissenschaft selber und anderen gesellschaftlichen Akteuren, Wirtschaft, Politik, Medien. Und deswegen war das Ganze im Grunde so verteilt.
Und das hat mir genau gepasst. Das war genau das, was ich wollte. Und denn der Nachhaltigkeitsbegriff ist auch einer, der sich nicht so richtig aus einer Richtung packen lässt. Das ist ja lange versucht worden, dass im Grunde überlegt wurde, ist Nachhaltigkeit ein Umweltkonzept? Ist das einfach ein Konzept davon, wie gut Menschen, Pflanzen und Tiere hier irgendwie leben? Und das funktioniert nicht. Nachhaltigkeit hängt immer mit Gerechtigkeitsproblemen zusammen, dann ist man sofort bei der Soziologie. Nachhaltigkeit ist immer super eng mit Wirtschaft verknüpft, dann ist man sofort bei der Wirtschaftswissenschaft. Geht immer von gesetzlichen oder gesellschaftlichen Regelungen aus. Das heißt, dann sind wir gleich in der Politikwissenschaft. Also Nachhaltigkeit rein aus einer stofflichen Perspektive, Tiere, Pflanzen, Moleküle zu sehen, das macht einfach nicht so richtig viel Sinn. Und deswegen bin ich sehr froh darum, dass ich das am Ende gemacht habe. Ja, der Nachteil ist, wie ihr euch vielleicht denken könnt, am Ende war mein größter Punktehaufen, den wir ja im Bologna-System so ein bisschen anhäufen, der größte zusammenhängende Haufen von Punkten in einem Fach war inter- und transdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung. Kann man sich ja vorstellen, wie überzeugend das wirkt, wenn man denkt, was mache ich denn jetzt als Master im Nachhinein oder wo gehe ich jetzt zum Beispiel als Job hin? Es ist nicht so einfach, wie wenn jemand Jura studiert und sagt, ja, ich bin jetzt Jurist. Da weiß jeder sofort, was er zu erwarten hat. Ja, und dann bin ich aber mit diesem, ich habe mich am Ende von der ganzen stofflichen Idee, so alles, was so Tiere, Pflanzen, Bäche, Sträucher angeht, habe ich mich immer weiter entfernt und bin immer weiter in Richtung Politik und gesellschaftliche Systeme gegangen. Und dann habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben über, war ich sehr von Gerechtigkeitstheorie angefixt und habe meine Bachelorarbeit geschrieben über das bedingungslose Grundeinkommen. Ich bin also da, die Idee war dahinter, dass ich überlegen wollte, ob die Grundeinkommensidee eine fortschrittliche Idee im Sinne von Nachhaltigkeit ist. Dazu ein Satz vielleicht im Nachhinein, also der Fortschritt ist immer so ein Bild eigentlich von einem Pfeil. Es geht irgendwo hin, es geht immer weiter und je weiter wir in diesem Weg sind, desto fortschrittlicher sind wir. Ich habe mir da einen anderen Fortschrittsbegriff genommen, nämlich den von Klaus Offe. Und der ist insofern interessant, dass der halt sagt, Fortschritt ist überhaupt gar nicht, dass wir irgendwie weiterkommen und irgendwas erreichen, sondern wir sind mittlerweile auf einem ziemlich krassen Level eigentlich alle gemeinsam. Und unser Fortschritt würde eigentlich bedeuten, dass wir es schaffen, das einfach zu halten. Und angesichts des Klimawandels, angesichts von anderer Krisen, die gerade irgendwie um uns rum sich entwickeln, wäre es schon. Also fortschrittlich wäre, wenn wir gut abgesichert wären gegen unsere eigene Selbstzerstörung. Wenn wir von vornherein wissen, ich kann mir ziemlich sicher sein, dass mir oder uns X nicht passiert, wobei X dann irgendein relevanter Missstand ist, weiß ich nicht. Krieg, Hunger, sowas. Genau, und das fand ich irgendwie sehr interessant, mir mal anzugucken, ob das Grundeinkommen da einen Beitrag zu leisten kann. Spoiler Alert, ja, irgendwie schon. Aber damit will ich dann das Bachelorstudium auch einpacken. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in dieser Arbeit. Gerechtigkeit war immer mein Thema. Texte haben mir zu der Zeit sehr gut gefallen. Und dann bin ich nach ein bisschen Pause 2017 nach Kiel gezogen, habe dort meinen Master studiert. Und zwar hieß der Praktische Philosophie der Wirtschaft und Umwelt. Auch wieder so ein großer rechteckiger Begriff. Wir haben das nicht so gut mit den Benennungen, aber da geht es im Grunde wirklich um Nachhaltigkeitsethik. Also es geht darum, ob wir im Nachhaltigkeits- und im Wirtschaftskontext Ethik machen können. Das heißt, wirklich darüber überlegen, welche Handlungen sind richtig, welche Werte tragen und welche Werte sind irgendwie keine guten Gründe für unsere Handlungen. Da ist es also dann wirklich nochmal richtig ein bisschen abgegangen irgendwie in der Hinsicht. Und das fand ich super spannend. Ich habe da Gerechtigkeitstheorie belegt, Argumentationstheorie und Logik. Das war super witzig. Also gerade bei Logik, ich hätte nicht, das war eins der Fächer, die mich am meisten überrascht haben. Weil wir da, also ich kann vielleicht sagen, eine Prüfung da war, dass wir uns direkte Textauszüge aus Windkraft-BürgerInnen-Dialogen angucken. Und wir sollten dann diese, man sagt dann natürlich sprachlichen Argumente, die da vorgetragen werden, sollten wir dann in formalsprachliche Argumente übersetzen. Das heißt, wir mussten dann da drin die logische Struktur festschreiben, wo die Leute dann sagen, ja, also das ist so und das ist auch so und diese beiden Gründe, da setze ich dann weil dahinter und deswegen ziehe ich zum Beispiel einen Schluss. Und dann mussten wir im Grunde diese Baumdiagramme zeichnen.
Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwierig das ist, teilweise aus den Äußerungen von Leuten irgendwie rauszuholen, was sie gerade eigentlich überhaupt gesagt haben. Also bei einer Übungsaufgabe hatten wir es tatsächlich so, dass sich dann irgendwer meldete und meinte, Entschuldigung, die Person hat doch gerade überhaupt nichts gesagt, oder? Also wir können hier nichts aufschreiben. Und das war dann die richtige Lösung, stimmt. Es gab natürlich auch andere Lösungen, wo Leute tatsächlich einen Aufbau gehabt haben. Aber das fand ich super spannend, da mal reinzugehen. Was bedeutet das eigentlich, wenn wir miteinander sprechen? Wer sagt eigentlich welche Worte, warum? Das fand ich super interessant. Ja, und dann von da aus bin ich weiter, hatte ich ja schon genannt, Gerechtigkeitstheorie. Wir haben Umweltethik uns angeguckt. Einer meiner Professoren war einer von Deutschlands wenigen Umweltethikern. Das war Konrad Ott. Der hat so einen Argumentationsraum der Umweltethik aufgemalt, entwickelt. Den fand ich super spannend. Vielleicht bringe ich den ja später nochmal im Stream ein, als ein Thema, aber dazu komme ich dann später. Und von da aus sind wir dann auf Klimagerechtigkeit gegangen. Und da ein Thema war Klimaflucht. Was passiert zum Beispiel, wenn kleine Inselstaaten einfach untergehen, Kiribati, Tuvalu, die jetzt nun wirklich nichts dafür können, die zum Klimawandel nicht viel beigetragen haben, wo bleiben die dann am Ende? Also haben die dann das Recht, zu irgendeinem anderen Staat dazuzukommen? Haben sie das Recht, vielleicht ihr eigenes Territorium zu schützen? Dann müssten wir zum Beispiel unter 1,5 Grad Erderwärmung bleiben. Das ist dann aber immer weniger wahrscheinlich. Oder ist es vielleicht sogar so, dass diese Leute dann das Recht haben, von der Staatengemeinschaft irgendwo anders auf der Welt ein kleines Gebiet freigelegt zu bekommen, wo sie dann neu Kiribati gründen können oder so. Also welche Rechte haben die Menschen, die jetzt direkt wegen des Klimawandels und nicht wegen irgendwelcher Ressourcenkonflikte oder Kriege oder so oder Hunger, sondern wegen des Klimawandels fliehen müssen. Das fand ich super interessant, weil da zum Beispiel unser bisheriges Migrations- und Fluchtregime überhaupt nicht für ausgelegt ist. Also die könnten, da komme ich jetzt wieder viel zu sehr in die Details, aber die könnten nicht über die Genfer Flüchtlingskommission verhandelt und behandelt werden. Das geht einfach nicht. Ja, das war so ein kleiner Einblick. Wir waren bei Konsumentenethik mit dabei, in der theologischen Ethik waren wir mit dabei. Ich habe Kant und Schleiermacher gelesen, mal so ein bisschen, um die so ein bisschen gegeneinander zu setzen. Und das Ganze hat mich dann dazu geführt, dass ich am Ende meine Masterarbeit über eine Theorie von einem deutschen Soziologen geschrieben habe, der heißt Hartmut Rosa, und er hat die Resonanztheorie geschrieben. Da geht es im Grunde um das gute Leben. Er hat versucht, das gute Leben wissenschaftlich zu beschreiben, richtig abprüfbar. Und ich habe mal geschaut, was meine Aufgabe im Grunde war bestehende philosophische Ansätze, die wir schon haben, die wir schon auch für richtig halten zum guten Leben, einmal damit abzugleichen, ob dieser neue Rosa, ob der mit dem Buch, was er jetzt geschrieben hat, ob der quasi mitspielen darf, ob das sinnvoll ist oder ob das zurückzuweisen ist. Entweder weil es falsch ist oder weil das längst schon überall steht. Und das hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Also zwischendurch hatte ich auch mal überlegt, ob ich da nochmal näher reingehe, wenn ich meine Streams die Wochen immer mal wieder aufrufe, dass ich mal einmal sage, zum Beispiel, vielleicht stelle ich meine Masterarbeit vor. Und erkläre mal, was ich da eigentlich gemacht habe und warum. Das ist nämlich auch für unser Zusammenleben meiner Meinung nach sehr wichtig. Aber nach dem Studium bin ich wieder hierher gezogen, pandemiebedingt. Ich bin genau rechtzeitig in die Masterarbeitsphase reingegangen. Es wurden sofort letztes Jahr dann die Bibliotheken gesperrt und ich habe das dann auch für richtig gehalten, ziemlich früh im März schon aus meinem Wohnheim auszuziehen. Wir haben in Kiel mit 34 Leuten in einem Haus gewohnt. Wir haben uns mit 11 Leuten eine Küche geteilt. Und da habe ich dann gedacht, das ist sehr viel einfacher, wenn ich jetzt mal eben in Zug steige und nach Hause fahre und wieder in Stade wohne und von hier aus meine Masterarbeit fertig schreibe, als wenn meine Mitbewohnerinnen nach Indien oder Bangladesch wieder zurückfahren müssen oder nach Südamerika. Ja, dann habe ich mich da so ein bisschen aus der Situation genommen, ein bisschen Druck vom Kessel genommen und bin wieder hier gelandet und habe meine Masterarbeit fertig geschrieben. Jetzt wohne ich hier in Stade und es hat sich ergeben, dass ich jetzt der Bundestagskandidat bin. Das war eine spannende Reise.
Es hat damit angefangen, ich habe sowieso immer schon sehr viel ehrenamtliche Tätigkeit gemacht und war auch viel in der Politik aktiv. Und da bin ich, habe ich letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, mal einen Schnitt gemacht und gesagt, wenn ich jetzt meinen Master fertig habe, dann möchte ich auch aus diesen Gremien da nicht erstmal mich für 3 oder 6 Jahre verpflichten, sondern ich möchte dann da auch mal einen Cut machen und überhaupt überlegen, wo möchte ich eigentlich leben, wo möchte ich eigentlich arbeiten, und was möchte ich dann ehrenamtlich tun. Und da sind die Grünen sozusagen mein neues politisches Zuhause geworden. Und ich habe mich hier mal vorgestellt in der Zeit, wo sowieso nicht so richtig viel zu tun war. Die Masterarbeit ist zu Ende gegangen. Ich brauchte irgendwie neue Arbeit. Und ja, das ist eine ganz großartige Alternative oder eine Möglichkeit für mich jetzt, mal ein Dreivierteljahr richtig loszulegen, Projekte auszuprobieren, Sachen zu machen, die ich schon immer mal machen wollte, wie zum Beispiel so eine Online-Produktion, Videoproduktion, Tonproduktion vielleicht. Und mal richtig Schub zu geben. Ich habe von meinem ehrenamtlichen Engagement gesprochen. Da gehe ich nochmal eben ganz weit zurück in meine erste Staderzeit. Denn hier habe ich angefangen, neben der Schule schon als Gruppenleiter in der evangelischen Jugend mitzuarbeiten. Ich war, seit ich lebe quasi, fahre ich in das Zeltlager, das meine Eltern leiten. Die sind beide kirchliche MitarbeiterInnen in der Kinder- und Jugendarbeit in Stade. Und deswegen, weil ich da immer mitgekommen bin, habe ich mein ganzes Leben, ich glaube schon wirklich ein Zehntel meines Lebens, 10%, habe ich entweder in einem Zelt verbracht oder auf einem Segelboot, weil ich eben da so reingewachsen bin. Als ich hier Schüler war und dann alt genug, selber Gruppenleiter zu werden, war das für mich ein Riesending, auch selber mitzumachen. Und ja, als Mitarbeiter mit auf diesen Freizeiten mitzufahren. Aber da gab es dann kurz mal so eine kleine Zäsur, einen kleinen Stopp, weil ich mich nämlich gegen die Konfirmation entschieden hatte. Also mit 14 ist gerade die Zeit, wo man eigentlich die Jugendleiterkarte machen kann, wo man dann mit auf Freizeiten fahren kann. Und genau da war dann diese Situation, wo es dann hieß, ja, okay, jetzt musst du dich hier mal entscheiden. Jetzt musst du mal hier zum Konfirmandenunterricht gehen und dann kommst du bitte nach 2 Jahren in die Kirche und sagst dann einmal so einen Text auf. Und das war mir zu der Zeit überhaupt nicht. Da habe ich mich richtig, richtig gegen gewehrt innerlich. Und da habe ich dann auch gedacht, so, warte mal, ich verstehe das ja mit alt werden und erwachsen werden und sowas und großer Schritt und so und große Entscheidung. Aber das war mir total fishy, dass da jemand sagt, du hast hier die Entscheidung und wenn du ja sagst, kriegst du 1.000 € und ein Fest. Und wenn du Nein sagst, kriegst du nichts. Und da war ich dann so, ja, in der Zeit so auf Krawall gebürstet, dass ich gleich gesagt habe, nee, mache ich halt nicht mit, tut mir leid, könnt ihr alleine machen. Und ein Fest will ich trotzdem. Und das war noch ein bisschen, natürlich ein bisschen komplizierter, aber ich hab meinen Eltern halt gesagt, Leute, ich finde das hier großartig, was wir machen. Ich mag alles, was wir tun, aber ich komme halt gerade mit diesem ganzen, weiß nicht, Gott-Jesus-Ding irgendwie nicht so richtig klar. Lass das mal überspringen. Können wir das sein lassen? Kann ich trotzdem hier mitmachen? Und das haben die sehr gut verstanden, auf die Art und Weise, wie ich das zu Hause erklärt habe. Und dann habe ich auch mein Fest bekommen und dann so hatte ich quasi meine Nicht-Konfirmation. Das war eine sehr große Entscheidung für mich. Ich habe ernsthaft gedacht, zu der Zeit, ich wollte ja so gerne Gruppenleiter im Zeltlager werden und ich war ernsthaft der Meinung, wenn ich jetzt hier Nein sage, dann darf ich nicht mehr mit. Ja, 14-jähriger Klaas hat sich das so überlegt. Das war eine ziemlich coole Erfahrung, als dann meine Eltern da standen, so, was? Natürlich fährst du. Wie, willst du nicht mehr? Ja, doch, ich will schon, auf jeden Fall. Ja, natürlich kannst du dann mit. Ja, aber ich bin doch gar nicht konfirmiert. Und das ist doch eine kirchliche Freizeit hier, oder nicht? Und meinen die, ja, komm, hier, Flo ist Katholik, Hauke ist überhaupt nicht getauft, hau rein, komm mit. Ja, da habe ich mich sehr gefreut, dass ich doch diese Arbeit mitmachen kann. Und so bin ich reingewachsen, komplett durch die Jahre, habe jede Freizeit mitgenommen. Und bin immer mit den Kindern zusammen entweder nach Ratzeburg gefahren. Also direkt, wir fahren nie nach, weiß nicht, Kroatien oder Spanien oder so, sondern wir nehmen uns immer so den kleinen, schönen Ratzeburger See, haben da unseren Platz und verbringen da 4 Wochen zusammen. Und das finde ich, das ist ein sehr wichtiger Teil von meiner Arbeit immer gewesen. Und das habe ich tatsächlich bis mein ganzes Studium durchgemacht. Zur Zeit meines Abiturs bin ich dann in die Gremienarbeit mit reingestiegen. Also da gab es dann von der evangelischen Jugend, das ist ja ein Jugendverband, und die haben dann auch eine Jugendvertretung. Und da habe ich mich entschieden, dass ich da drauf springe und bin dann da durch die Gremien durchgegangen. Also ich war schon
Ich glaube 2013, wenn ich das richtig weiß. Ich kann es auch nachgucken. Ja, nee, ich war 2011, bin ich dann in die Landesjugendkammer gekommen. Das ist das größte beschlussfassende Gremium dieses Jugendverbandes in Niedersachsen. Ist übrigens auch der größte Jugendverband in Niedersachsen, die evangelische Jugend. Und da wurde ich dann hindelegiert aus dem Elbe-Weser-Raum, haben die ja mich gewählt und beschlossen, dass ich da hingehen kann. Und dann war ich Teil der Landesjugendkammer ab 2011. 2012 musste ein neuer Vorstand gewählt werden und schwupps war ich damit bei. Und ab 2013 ist dann unser Vorstandsvorsitzender ausgefallen und es musste nachgerückt werden. Und dann war ich mit ja, meinen ja, 20, na, 19, 20 Jahren war ich dann Vorsitzender von einem landesweiten Jugendverband, parallel zu meinem Studium. Die Arbeit habe ich super gerne gemacht. Mein Hauptfokus war da die Ausgrenzung durch Sprache im Rahmen des Jugendverbandes. Also ich hatte ja meinen Hinter. Also ich fand es sowieso erstmal ziemlich witzig. Leute, wisst ihr das eigentlich? Ihr habt ja jemanden gewählt, der überhaupt nicht konfirmiert ist. Aber das war für die auch alle absolut gar kein Problem. Und dann war es im Grunde meine Rolle in diesem Verband, war immer mal drauf zu gucken, so, hey, warte mal, was sagst du da eigentlich? Grenzt du gerade nicht irgendwen aus? Wenn ich zum Beispiel ein Lied singe, das heißt One Way Jesus, dann muss ich mir schon klar darin sein, dass es sehr viele Leute auf der Welt gibt, deren Way nicht unbedingt gerade Jesus ist. Und da habe ich den Leuten dann gerne mal auf die Schulter getippt und gesagt, warte mal, das geht so nicht. Aber sonst war ich in dieser Arbeit vor allem durch mein Studium natürlich der Umweltmokel. Ich war für alle, ja, für sehr viele Nachhaltigkeitsthemen dann immer zu haben. Wir haben gearbeitet zu, ja, zu vegetarischer Ernährung. Wir haben das Landesjugendcamp, so ein zweijähriges Großevent mit 2000 Jugendlichen über ein Wochenende. Das haben wir klimaneutral gestaltet. Wir haben zum Beispiel auch viel mit der Klimakollekte gearbeitet. Das ist ein eigener CO2-Kompensationsdienst der Kirchen. Und wir haben uns auch über Kindeswohlgefährdung vor allem unterhalten. Das war gerade, als ich eingestiegen bin, ist das eingeführt worden. Das hat die Landesjugendkammer derzeit damals beschlossen, dass alle Menschen, die als MitarbeiterInnen in irgendwelcher Form auf Kinder- und Jugendfreizeiten arbeiten, dass die halt dass die eine Belehrung bekommen über Kindeswohl, dass die eine Selbstauskunft oder eine Selbstversicherung unterschreiben, dass sie halt nicht unter den und den und den Paragraphen angeklagt sind und so weiter und dass sie sich halt an die und die und die Grundsätze zum Kindeswohl halten. Und das war uns zu der Zeit sehr wichtig und das war zum Beispiel auch eines der Themen, die ich da bewegt habe. Und von da aus bin ich dann 2000, wann wird das gewesen sein? Ich gucke es mal auf meinem Zettel nach. Das müsste 2015 gewesen sein, bin ich in das Landeskirchenparlament gewählt worden. Das ist die Landessynode. Die Landeskirche ist ja niedersachsenweit eine ziemlich große Vereinigung mit über 1.100 Gemeinden, also mit eigenen Gliederungen und ja, mehreren Subunternehmen quasi. Und die haben sich zu der Zeit überlegt, dass es in ihrem Parlament mit den 90 Mitgliedern auch vier Jugenddelegierte geben soll. Und dann haben sie natürlich, das ist auch richtig so, den Jugendverband gefragt, ob wir Leute vorschlagen aus unseren Reihen, die dann von der Landessynode berufen werden als Mitglieder des Parlaments. Das war ein ziemlich großes Ding und die haben uns damit ein bisschen überrascht und auch vielleicht ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt. Jedenfalls hatten wir ziemlich erstmal ziemlich Not, diese Leute zusammenzubringen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich dann einer davon war, weil wir im Grunde uns alle angeguckt haben und gesagt haben, so, naja, kann jetzt jemand von euch mal eben kurz 6 Jahre Delegation in ein ziemlich krasses Gremium leisten? Irgendwer? Okay, gut, dann mache ich das mal und wir suchen uns noch Leute. Und das war eine der besten Entscheidungen, die ich bisher wirklich gemacht habe. Das war eine großartige Erfahrung, wirklich als erste Jugenddelegierte in ein Gremium einzuziehen, das eigentlich ein Durchschnittsalter von 53 hat. In ein Gremium einzuziehen, wo jedes Jahr ein Haushalt mit 500 Millionen Euro beschlossen wird. Ja, also das war super spannend und ich war da 6 Jahre lang im Umwelt- und Bauausschuss und im Öffentlichkeitsausschuss. Was kann man sich darunter vorstellen? Was habe ich da 6 Jahre lang gemacht? Wir haben zum Beispiel im Umwelt- und Bauausschuss über den neuen, also über den, wir haben den Kirchenlandpakt
Pachtvertrag neu aufgesetzt, also den Musterpachtvertrag, nachdem Kirchenland verpachtet wird. Wir haben uns die Biodiversität von Friedhöfen angeschaut. Friedhöfe sind erstaunliche Biodiversitäts-Hotspots in unserer Gesellschaft, beziehungsweise können sie sein, gerade in der Innenstadt oder im Stadtbereich. Und da haben wir uns dann angeguckt, was ist, ob man da ein Förderprogramm aufsetzen kann. Wir haben die Baubegutachtung gemacht oder den Bauprozess und verfolgt von den Restaurierungsarbeiten am Kloster Loccum. Das ist ein Kloster in der Landeskirche. Das war ein Bauprojekt von 40 Millionen Euro Umfang und wir mussten dann gucken, dass das halt nicht ein neuer Berliner Flughafen wird oder so. Oder wir haben zum Beispiel auch, das war ein knallhartes Verwaltungsthema, wir haben die landeskirchliche Baufachverwaltung neu strukturiert oder diesen Strukturierungsprozess mit begleitet. Das sind wirklich eine ganze Menge MitarbeiterInnen, die neu, also wo das gesamte Verwaltungssystem, wie sind die angestellt, wo arbeiten die, nach welcher Art und Weise werden die bezahlt oder kriegen die überhaupt ihre Aufträge, von wem, wie ist die Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz. Also die gesamte Baufachverwaltung der Landeskirche wurde umgestellt. Das hat uns auch mehrere Jahre beschäftigt. Oder allein schon den Beteiligungsprozess dafür, weil man ja vorher im Planungsprozess auch mehr oder weniger das halbe Landeskirchenamt auf den Kopf stellen muss und alle richtigerweise fragen muss, wie sie sich das am besten vorstellen, wie wir diese landeskirchliche Bauverwaltung neu aufstellen sollen. Im Öffentlichkeitsausschuss haben wir unter anderem die Kirchenvorstandswahl begleitet oder vorbereitet. Ihr müsst euch vorstellen, in jeder Kirchengemeinde wird ein Kirchenvorstand mit 6 Personen und mehr gewählt. Und jetzt hat die Landeskirche über 1000 Gemeinden. Das war ein ziemlicher Prozess, sich auszudenken, wie wir im Grunde ein Wahlgeschehen organisieren, das mit einer Kommunalwahl total gut vergleichbar ist, vom Aufwand her. Und da gab es wirklich auch Spaß und Irritationen, man glaubt es gar nicht. Wir hatten zum Beispiel uns überlegt, es wäre super gut, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen, die Wahlunterlagen in einer Art und Weise zu verschicken, die irgendwie ein bisschen ansprechender ist, und hatten dann eine Agentur dabei. Und dann haben wir uns am Ende für einen Self-Mailer entschieden. Das ist eine Art Postkarte, die sich selbst zusammenfaltet und dann ihr eigener Briefumschlag wird. Ist günstiger zu verschicken, deswegen haben wir das genommen. Und das war dann richtig gut designt und man konnte da stand Briefwahlunterlagen drauf, man konnte es aufmachen, es war schön farbig und man hatte da sofort alle Informationen dabei, konnte das gut direkt zum Wahllokal mitnehmen und dann da abgeben. Und im Nachhinein haben wir so viel Rückmeldung bekommen von Leuten, die gesagt haben, ja, ich habe da sowas gekriegt, also ich wusste nicht, wo meine Wahlunterlagen sind. Wie? Das war dieser große bunte Brief, der an alle geschickt worden ist. Ja, das sah aus wie Werbung, das habe ich weggeschmissen, da habe ich nicht drauf geguckt. Ja, so ein, die Sitzung danach war super interessant. Die Sitzung danach sitzen wir da alle und gucken uns an. Ernsthaft, ist das die Kritik, die wir gekriegt haben? Okay, manchmal kann man mit den besonderen Gedanken der Leute nicht rechnen, worauf die Menschen kommen. Wenn sie Wahlunterlagen erwarten und sie kriegen einen Brief, wo Wahlunterlage draufsteht, aber der ist bunt, dann werfen sie den weg. Also solches und vieles mehr habe ich natürlich in dieser Arbeit dann gelernt. Wir haben Kulturförderung beschlossen. Insgesamt als Synode, abseits der Ausschüsse, haben wir zum Beispiel Hilfe für Geflüchtete beschlossen. Wir haben ein neues Nachhaltigkeitskonzept aufgestellt, ein Klimaschutzkonzept. Und wir haben unter anderem wir haben organisiert, wie die gleichgeschlechtliche Ehe, die ja staatlich dann auf gleichrangig organisiert wurde, wie wir das kirchlich angleichen, dass das zum Beispiel auch dann direkt mit übernommen wird. Das war zum Beispiel ein großer Meilenstein für mich persönlich. Und wir haben auch der Landeskirche eine neue Verfassung gegeben. Das passiert ungefähr alle 60 bis 120 Jahre oder so. Und das war ein super spannender Prozess, einmal zu schauen, was sind eigentlich die Verfassungsgrundlagen von unserem Rechtskörper hier. Das war also aus dieser Schiene, das war jetzt im Grunde der Teil über mich. Also es gibt einmal diesen gesamten Studium, Kompetenz in Richtung formelle Bildung Bereich. Ich bin halt Nachhaltigkeitsphilosoph, ich bin Umweltwissenschaftler, ich bin bestimmt mindestens ein halber Wirtschaftspsychologe. All sowas. Und die zweite Hälfte ist eben mein ehrenamtliches Engagement, vor allem bei der Kirche, aber auch außerhalb davon. Ich habe zum Beispiel auch mal für 2 Jahre hier drüben bei den Pfadfindern eine Gruppe übernommen,
Die hatten gerade Gruppenleitermangel. Also solche Sachen habe ich zwischendurch dann auch immer noch gemacht. Aber ich denke, wenn ich sowas alles aufgezählt hätte, dann würden wir jetzt hier morgen noch sitzen. Ich würde stattdessen lieber auf andere Sachen kommen noch. Und zwar, ich übe noch. Ich lerne das hier alles gerade. On the fly. Das Wahljahr. Das ist der zweite Punkt, über den ich heute mit euch allen reden möchte. Wir haben ein richtig spannendes Jahr vor uns, politisch gesehen. Es gibt für mich keine bessere Möglichkeit oder kein besseres Jahr, um einzusteigen und mal eine Bundestagskandidatur zu versuchen. Und es gibt auch kein besseres Jahr, um sich für Politik zu interessieren, wenn man es bisher noch nicht getan hat. Denn es ist jetzt auf jeder Ebene überhaupt es gibt auf jeder Ebene in diesem Jahr was zu reißen. In diesem Jahr wird im September der Bundestag neu gewählt. In diesem Jahr wird es im September gibt es die Kommunalwahlen und in Stade wird zum Beispiel auch der Kreistag neu gewählt. Das heißt, es gibt wirklich und wir haben es gibt auch eine Landratswahl. Das heißt, tatsächlich auf jedem politischen Level ist jetzt für uns hier gerade was los. Jetzt passieren mal wirklich richtig spannende Sachen. Jetzt kann man einsteigen und auch gucken, wie sich alles zusammen verzahnt. Und so ist der Wahlkampf zum Beispiel jetzt auch angelegt dieses Jahr. Das finde ich super, dass wir eben keine Ebene auslassen müssen, weil auf jeder Ebene tatsächlich jetzt direkt was entschieden wird. Wenn ich jetzt sage, ich kandidiere für den Bundestag, dann ist das immer als Gesamtpaket zu denken. Also ich laufe jetzt nicht hier weg und sage so, ja, ich möchte gerne in Berlin wohnen und ihr wählt mich bitte, sondern was ich das Spannende an diesem Wahljahr finde, ist, dass jetzt eben zum Beispiel der gesamte Wahlkreis und die Kommunen alle auch sowieso aktiviert sind und sagen, hey, wir wollen jetzt auch was machen. Wir wollen jetzt auch mal neue Strukturen aufbauen, in die neue Leute, die wir jetzt noch überhaupt nicht kennen, reinrutschen wollen und sagen wollen, jetzt wollen wir selber auch mal direkt Politik verändern. Also ich gehe total davon aus, und also ich sehe eine Riesenchance, dass wir dieses Jahr eben in der Verbindung mit Bundestagswahl und Kommunalwahl, dass wir Mitgliederzahlen erhöhen, dass wir zum Beispiel die Fridays for Future-Bewegung direkt mit in die richtige Politik mit reinziehen können. Dass eben Menschen, die jetzt was an der Welt verändern wollen, dass sie nicht draußen vorstehen müssen und die ganze Zeit sagen müssen, hey, ich würde gerne was verändern, aber ich weiß ja nicht wie, sondern jetzt ist wirklich auf jeder Ebene was zu holen. Ich wurde schon mal gefragt, warum ich jetzt nicht kommunal auch mich aufstellen lasse, sondern nur für den Bundestag kandidiere. Das ist manchmal bei SPD und CDU ist das zum Beispiel sehr gang und gäbe, dass die Leute, die sich im Direktmandat zur Wahl stellen lassen, dass die auch alle im Kreistag sind oder irgendein anderes Amt noch haben. Und das ist bei mir einfach so, dass ich jetzt, im Bundestag bin, wenn ich jetzt im September diesen Job habe, dann habe ich erstmal den geilsten Berufseinstieg, den es überhaupt gibt auf diesem Planeten. Aber wenn ich es halt nicht werde, dann muss ich halt einfach gucken, wo ich in Zukunft arbeite. Das heißt, für diese ehrenamtlichen Posten, Kommunalwahl oder im Kreistag, ist es besser, wenn man schon eine konkrete Lebensperspektive, einen Job und einen Wohnort vor Ort hat und dann sagt, jetzt mache ich auch ein Ehrenamt. Ich habe das sehr lange gemacht, Ehrenämter ohne Ortsbezug. Das war ja zum Beispiel die Synode. Während ich in der Synode war, habe ich in Lüneburg gewohnt. Dann bin ich nach Münster gezogen, ist ein anderes Bundesland. Und dann bin ich nach Kiel gezogen, ist auch wieder ein anderes Bundesland. Und ich bin zweimal pro Woche für verschiedene Sitzungen immer mit dem ICE nach Hannover geballert. Und habe mir das irgendwie da reingezogen. Das ist natürlich was zum Beispiel in kommunalen gar nicht ginge. Also ich kann mich ja gar nicht zum Beispiel, wenn ich jetzt in Stade mich für den Kreistag wählen lasse, dann ist es ja bescheuert, wenn ich dann irgendwie einen Job in Hamburg kriege und ich wohne dann irgendwo in Neugraben oder so. Das macht ja keinen Sinn. Deswegen für mich ist jetzt einfach gerade Bundestagswahl ist die Position, das ist das, was ich jetzt probieren will. Das ist mein Job im nächsten Dreivierteljahr. Ich bereite Inhalte auf, ich organisiere Politik im Land und ich versuche, mich selber zu professionalisieren und mal was richtig auf den Tisch zu bringen. Das ist aber der Grund. Bundestagswahl ist nochmal wichtig zu sagen, dass wir haben zwei Systeme, wie Menschen in den Bundestag kommen. Das eine ist die Direktwahl vor Ort. Das läuft über die Erststimme, die wir ja auf unserem Wahlzettel haben. Und das zweite ist die Listenaufstellung. Die Zweitstimme, die wir haben,
die geht nicht an einzelne Personen, sondern die wird im Grunde der Partei, für die wir dann die Zweitstimme gegeben haben, wird quasi auf so eine Art Konto angerechnet und dann bekommt die Partei am Ende einfach die Sitze, die sie da verdient hat, die werden aus den Ländern reingegeben. Das heißt, es gibt im Landesverband wird eine Liste aufgemacht, die heißt Landesliste und da werden dann, je nachdem, wie viele Stimmen die Grünen bekommen haben mit der Zweitstimme, wird die erste Person reingehauen im Bundestag, die zweite Person, die dritte und so weiter, bis ihre Plätze aufgebraucht sind, bis sie dann keine mehr übrig hat. Das heißt, das sind die beiden Wege, in den Bundestag zu kommen und weshalb ich das erzähle, ist, dass ich beide Wege mache. Also, dass ich sowohl auf die Landesliste versuche zu kommen, als auch, dass ich dieses Direktmandat hier in Stade im Wahlkreis 30 versuche zu erringen. Warum ist das besonders? Ich sage erstmal kurz mit der Landeslistenwahl. Die Landesliste wird Ende Mai von den Grünen selber bestimmt. Das heißt, die Grünen treffen sich zum Grünen Landesparteitag, die heißt Landesdelegiertenkonferenz. Und da sind dann 200 grüne Mitglieder, die natürlich mit extrem viel Vorbereitung, die auch schon angefangen hat, beginnen, eine Liste von 20 oder 25 oder 30 Leuten aufzustellen. Und da will ich natürlich auch gerne versuchen, also da will ich mein Angebot machen, da will ich sagen, guten Tag, ich bin Klaas Goldenstein, ich möchte hier in den Bundestag, aber das ist natürlich mit den Bedingungen nur möglich, die jetzt die Grüne Partei da auch schon hat. Also ich bin zum Beispiel ja ein reiner Quereinsteiger. Ich bin im Sommer 2019 eingestiegen. Das ist jetzt bei den Grünen ja noch relativ wenig. Ich habe bisher noch kein politisches Amt bei den Grünen gehabt, weder im Kreis noch irgendwo anders. Ich bin ja quasi aus dem kirchlichen Bereich reingekommen. Das heißt, die kennen mich einfach alle noch nicht. Das zweite Ding ist, ich bin auch noch nicht so lange grünes Mitglied, dass ich zum Beispiel die Person sein könnte, wo sie sagen, ja, der hat zwar noch kein Amt gehabt, aber der hat sich die letzten 2 Jahre so intensiv in der Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit oder in der Landesarbeitsgemeinschaft Energie hervorgetan, dem können wir vertrauen. Also das ist es ja auch noch nicht. Das heißt, was ist meine besondere Rolle hier? Meine ist schon die des Quereinsteigers, meine ist schon die der Person, die von außen kommt und sagen muss, hey Leute, ihr macht hier nichts falsch. Und das ist eine Cinderella-Story, könnte man sagen, aber ich bin auch gerne Cinderella, das kriegen wir hin. Der Hauptpunkt ist eben beim Landeslisten-Wahlkampf, könnte man jetzt so sagen, da stimmt ja im Grunde so, da sammelt man ja keine Stimmen für sich direkt, aber was die Landesliste anbelangt, muss ich einfach den anderen Menschen jetzt die Möglichkeit geben, mich kennenzulernen, mich zu sehen, mich zu erleben, meine Themen sich anzuhören und mich mal so ein bisschen auch zu prüfen und zu gucken, gut, wie gut vernetzt sich denn dieser Klaas Goldenstein mit unseren Strukturen, wie gut ist er da drin, mit wem kann er zusammenarbeiten? Und das ist jetzt mein Fokus, wenn es um die Listenwahl geht. Das ist mein Fokus, was ich die nächsten Monate bis zum Mai machen werde. Was das Direktmandat anbelangt, das ist eine andere Geschichte. Wir haben hier in Stade bisher ein CDU-Mandat und es ist außerhalb von Berlin und ich meine vielleicht Stuttgart und Freiburg ist noch nie wirklich ein Direktmandat, ein Wahlkreis, direkt an die Grünen gegangen. Das ist ultra selten. Das ist eigentlich eine Art, so eine Sache, die eigentlich nicht passiert. Also alle Direktmandate rutschen entweder zur SPD oder rutschen zur CDU, normalerweise. Könnte man jetzt sagen, das ist dann ja total unrealistisch, warum lässt du dich aufstellen? Und ich bin nämlich der Meinung, dass es dieses Jahr zu dieser Zeit nicht unrealistisch, ein Direktmandat für die Grünen zu kriegen. Erstmal liegt das, also meine eigene Idee war erstmal darin, dass ich mir den Mandatsträger jetzt gerade angeguckt habe, das ist Oliver Grundmann, Fach-Umweltpolitiker und ich habe mir eben seine Inhalte angeguckt und habe das im Grunde verglichen mit dem, was ich die letzten Jahre gearbeitet habe, was ich die letzten Jahre gelesen und gemacht habe und dachte, ernsthaft, das kann ich auch. Und zwar, ich kann das auch besser.
Und nicht, weil das halt eine super leichte Aufgabe ist, die man mal eben so auf die leichte Schulter wirft oder so, sondern nein, das ist eine hochqualifizierte Aufgabe, wo es richtig um was geht. Aber ja, das kann ich eben auch. Also das und darin bin ich besser. Das heißt, ich möchte, meine erste Idee war nämlich gar nicht mit der Landesliste, sondern meine erste Idee, warum ich gesagt habe, ich würde gerne das mal ausprobieren mit der Bundestagskandidatur, war, dass ich im Grunde die Webseite von Oliver Grundmann gesehen habe und gedacht habe, den, damit das hier läuft, mit all dem, was ich jetzt die letzten 8 Jahre gelernt habe, damit das hier funktioniert, sollten wir diese Leute ersetzen. Und ich bin der Ersatz. Das ist jetzt mein Auftrag hier, das ist das, was ich irgendwie gerne möchte. Ich will in den Bundestag extra deshalb, weil ich weiß, dass wir für all das, für das ich jetzt ausgebildet bin, Urteilsbildung über Nachhaltigkeit, über Wirtschaft und Umwelt, die meisten Fragen, die zu beantworten ich ausgebildet bin, werden in den nächsten 10 Jahren entschieden. Nach diesen 10 Jahren ist mein Beitrag in diesen Fällen nicht mehr so wirklich relevant, weil wir dann einfach die Entscheidung nicht mehr haben. Die Entscheidung wird uns dann einfach genommen, es passieren einfach Dinge, Umwelt, also es geht nicht mehr darum, ob wir Art X oder Art Y schützen, wenn beide Arten sterben. Das heißt, was ich versuchen möchte, ist eben reinzukommen in das höchste Parlament unserer Nation, um da auch direkt die Entscheidung zu treffen, die jetzt noch verhindern können, was ich sonst an Schäden nur noch verwalten kann. Da gibt es keine Zeit zu verlieren. Also wir haben realistisch wirklich noch diese und die nächste Legislaturperiode, die ernsthaft an unseren Umweltproblemen, an unseren Nachhaltigkeitsproblemen etwas lösen können. Denn diese Entscheidungen, die da getroffen werden, die müssen dann ja auch erstmal eingeführt werden und dann müssen sie erstmal ihre Wirkung entfalten. Ich bin da ein bisschen sowieso unter Stress, könnte man sagen, wie unsere gesamte Generation, wie eigentlich alle Menschen, die momentan leben und nicht vorhaben, direkt in 5 Jahren zu sterben. Wir haben alle ein bisschen Stress und zwar, weil die Zeit des entschlossenen und zügigen Handelns in Nachhaltigkeitsfragen, die war in den 1980ern. Also die war als die Grenzen des Wachstums, das war so ein Bericht vom Club of Rome, als die veröffentlicht wurden. Da wäre der Moment gewesen zu sagen, jetzt müssen wir aber richtig uns sputen. Fast forward 40 Jahre, unsere Probleme sind in den allermeisten Fällen nur schlimmer geworden. Abgesehen vom Ozonloch und von der Luftreinhaltung in manchen Plätzen haben wir nicht wirklich Fortschritte im Nachhaltigkeitsbereich gemacht. Wenn man sich die CO2-Emissionskurve global anschaut, die ist halt am Steigen. Die einzigen Knicke, die wir in dieser Kurve sehen, ist einmal der Zusammenbruch der UdSSR und zum zweiten dann die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008. Also da sehen wir, dass es kurz ein bisschen runtergeht. Aber wir haben im Grunde, wenn es politisches, gemeinsames Handeln, Entscheidungsfindung und dann irgendwie die Umsetzung von Politik, wenn es daran geht, dann haben wir in Nachhaltigkeitsfragen, was jetzt zum Beispiel Emissionen angeht, noch nicht besonders viel geschafft. Und die Zeit drängt und es wird im Grunde immer drängender. Wenn mir also jetzt jemand sagen würde, von den schon politisch etablierten Personen, hey, du bist doch erst 27, willst du nicht erstmal noch 5 Jahre Berufserfahrung sammeln und dann eine Doktorarbeit schreiben oder irgendwie so und dann meldest du dich in 8 Jahren nochmal, dann meldest du dich in 10 Jahren nochmal und dann kannst du ja immer noch im Bundestag. Dann würde ich sagen, nein, weil dann bestimmte Dinge abgelaufen sind, die ich jetzt schon mit besprechen möchte und die offenbar nicht gut funktionieren. Also das Ich hab einen Grundsatz für meine Wahlkampfgeschichte ist schon, dass ich sage, ich möchte eigentlich Wahlkampf für mich machen und nicht gegen andere. Aber die einzige Person, gegen die ich tatsächlich dann Wahlkampf mache, wäre Oliver Grundmann in diesem Fall. Weil er wirklich als Fachumweltpolitiker nicht nur was das Direktmandat hier in Stade angeht, sondern auch was Ausschüsse angeht und was seine Rolle in Berlin angeht, genau den Platz besetzt, den ich gerne haben möchte. Ich möchte den Job haben, den er jetzt gerade macht. Und ich möchte die Entscheidung treffen, die er gerade entscheidet, nicht zu treffen. Da möchte ich gerne rein. Das möchte ich verändern. Ich habe ein paar Gründe mir aufgeschrieben, warum ich meine, dass es nicht unrealistisch ist, dass Direktmandate dieses Jahr in größerer Zahl an die Grünen fallen. Die Europawahl war so ein bisschen so ein kleiner Testpunkt, wo die Grünen ja auch schon viel mehr Stimmenanteil bekommen haben, als dann zum Beispiel bei der letzten Bundestagswahl.
Und ich meine, dass das sich jetzt einfach noch weitertragen wird und dass wir tatsächlich ernsthaft anfangen können, Direktmandate in der Fläche anzugreifen. Also ich möchte nicht in diesem Kriegsmodus immer reden. Ich sage einfach dann zu gewinnen. Und das ist, dass wir zum Beispiel jetzt gerade eine geschichtliche Situation haben, wo zum Beispiel meine Kompetenz, Nachhaltigkeitsphilosophie, Urteilsbildung über komplexe Sachverhalte in Umwelt und Wirtschaft, dass das jetzt gerade genau gebraucht ist. Es werden jetzt gerade weniger BWLerInnen gebraucht und weniger JuristInnen gebraucht, als vorher relativ zu Leuten, die sich mit Nachhaltigkeit, mit sozial-ökologischer Ökonomik auseinandersetzen können, die das verstehen und die auch die gesellschaftlichen Grundlagen verstehen, die es braucht, um Wandel zu bewirken. Genau dafür bin ich ausgebildet. Das ist genau das, was ich kann und was ich gerne machen möchte und was ich übrigens nebenbei jetzt mein gesamtes Leben machen werde. Das ist meine Berufsperspektive. Ob ich das jetzt in einer Beratungsagentur mache oder in einer NGO oder als Mitarbeiter, ja, in einer Partei oder in einem Unternehmen, das ist dann ja irgendwie gleich. Meine Berufsperspektive ist sowieso, dass wir uns als Generation gerade ausdenken müssen, wie nachhaltiges Leben auf diesem Planeten überhaupt funktioniert. Bisher haben wir es nämlich noch nicht rausgefunden. Und deswegen kann ich da eben auch direkt im Bundestag anfangen und da der parlamentarische Arm dieser Bewegung sein. Der parlamentarische Ansprechpartner der Fachpersonen aus Wissenschaft und Gesellschaft, die sich im Grunde damit auseinandersetzen. Das heißt, mein Profil ist gerade das, was wir historisch in diesen Entscheidungsgremien brauchen. Das nächste Ding haben wir gerade mit dieser internationalen Umweltbewegung, die sich die letzten Jahre um Fridays for Future gebildet hat. Und das ist eine total diverse, mächtige Umweltbewegung, die definitiv jetzt schon eine Schlagkraft aufgebaut hat, die wir so vorher noch nicht hatten. Die hätte es mal gerne in den 1990ern, in den 2000ern geben müssen. Aber wir haben sie jetzt. Man muss sich vorstellen, überlegt das mal, 2017 sind die Grünen noch mit dem Thema Klimaschutz richtig abgeschmiert bei der Bundestagswahl. Also tatsächlich volle Kanne abgeschmiert, weil es einfach sehr viele Leute nicht interessiert hat, weil die Leute nicht gesehen haben oder nicht sehen wollten, wie auch immer, dafür gerade keine Zeit hatten, nicht gesehen haben, dass das eine wertvolle und sehr wichtige Perspektive ist und dass es anders einfach momentan nicht mehr geht. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Fridays for Future und die ganzen anderen Bewegungen, die sich dann damit rangeklemmt haben, haben das in einer Art und Weise in den öffentlichen Diskurs gebracht, dass ich mir vorstelle, wenn jetzt nochmal Bundestagswahl ist, die Leute sind doch jetzt in einem ganz anderen Mindset, die können das doch jetzt ganz anders einschätzen und sehen nämlich auch, so wie es eben weitergeht, funktioniert es nicht mehr. Die Pläne, die die bisherige Regierung aufgemacht hat für unsere nächsten 20, 30, 40 Jahre, sind absehbar am Scheitern. Die werden nicht funktionieren. Wir brauchen jetzt einen Systemwechsel in dem Fall und dementsprechend einen Wechsel der Regierungspartei. Ich glaube, dass das schon bei den Leuten ankommt, dass das gesehen wird, dass das erkannt wird, dass das getragen wird und dass wir deshalb eine richtige Chance haben als parlamentarischer Arm dieser Umweltbewegung. Ich habe mir außerdem gedacht, wenn es einen Ort gibt, wo ich für den Bundestag kandidieren könnte, dann muss das Stade sein. Das ist der allerbeste Ort, für mich ganz persönlich. Hier sind alle meine Themen quasi genau besonders virulent. Womit ich mich beschäftigt habe, sind diese großen gesellschaftlichen Linien, die wir festlegen über unser gemeinsames Leben. Stade ist so ein gutes Beispiel schon während meines Studiums gewesen, als diese ganze Diskussion um die Elbvertiefung sich entfaltet hat. Die ist jetzt ja leider beschlossen, aber ich habe dann von vornherein immer gedacht, wir können doch eigentlich als StaderInnen oder Leute aus dem Stader Raum, können wir da doch eigentlich was zu beitragen. Vor ungefähr 500 Jahren war ja eigentlich Stade ein großer Handelshafen. Warum ist Stade jetzt kein großer Handelshafen mehr, aber Hamburg? Weil die Schiffe zu dick geworden sind für die Schwinge. Man hat versucht, sie zu vertiefen, man hat versucht, sie zu verbreitern und irgendwann hat man eingesehen, die Schiffe müssen einfach weiterfahren. Sie müssen einfach weiter runter nach Hamburg fahren und dann ist Hamburg explodiert. Jetzt haben wir, was diese Region angeht, gerade genau denselben Effekt. Die Schiffe werden zu breit für die Elbe. Und wir haben einen perfekt angebundenen Hafen direkt vorne an der Nordsee. Warum nehmen wir nicht den?
Dafür ist Stade zum Beispiel eine super Kulisse. Man kann hier so viel sehen, was bundesweite Bedeutung hat. Stade ist eines der ersten Kernkraftwerke, das vom Netz gegangen ist. In Stade ist mit dem Alten Land, oder im Wahlkreis Stade ist mit dem Alten Land das zweitgrößte Obstanbaugebiet Europas. Wir haben übrigens auch die zweitgrößten Strommasten, ja, über die ist aber auch egal, die sind nicht so relevant für das Internationale. Aber wir haben zum Beispiel bundesweite Relevanz in Stade durch die beiden Autobahnprojekte, die im Wahlkreis sind, die A26 und die A20. Also in Stade entscheidet sich oder ist gerade ein Konflikt am Abspielen, den wir bundesweit sehen, nämlich der Konflikt, wollen wir eigentlich Verkehr so organisieren, dass wir so große Hotspot-Zentren haben, so Kerne wie Hamburg mit großen Adern, und dann schieben wir da Leute rein und raus ohne Ende und der Rest der Nation liegt relativ brach? Oder wollen wir tatsächlich eine Verkehrswende schaffen und zum Beispiel mit öffentlichem Nahverkehr ins Land gehen? Und zwar nicht nur mit den Anbindungen, sondern auch mit den Arbeitsplätzen und mit den Strukturen, die wir aufbauen. Also wollen wir zentralisieren oder wollen wir das Leben auf dem Land quasi stärken und ausbauen? Das finde ich super spannend, da mitzudiskutieren, weil das auch alles Inhalte meines Studiums sind. Das nächste wäre zum Beispiel Thema Arbeit. Wie wollen wir arbeiten? Wo wollen wir arbeiten? Das sehen wir in Stade dann ja auch in dem Moment. Stade ist ein ziemlich industriell geprägter Standort. Wir haben hier das Aluminiumoxid Stade, wir haben die Dow Chemical, wir haben Airbus und wir sind gleichzeitig aber nach hinten raus. Also da kann man sehen, dass der Wahlkreis sich nach hinten rum noch total auch ins Ländliche bewegt. Wir haben super viel Landwirtschaft tatsächlich auch oder landwirtschaftliche Fläche auch im Wahlkreis nach hinten raus. Der geht nämlich ganz bis runter nach Sittensen, bis Basdahl, bis an und Bremervörde ist mit drin, Zeven ist mit drin. Es sind also nicht nur Stade und Buxtehude und das alte Land, sondern wirklich über Hasefeld, Kutenholz, Bremervörde, Zeven, Sittensen, noch ganz andere Bereiche, die ich eben super spannend finde. Ich würde zum Beispiel gerne über Coworking auf dem Land auch nochmal reden im Rahmen meines Streams, aber da kommen wir auch noch später zu. Die anderen beiden Punkte, die ich noch habe, ist eben, das, was ich gerade eben alles erzählt habe, ist halt im Grunde diese grüne Welle, die ich meine. Ich glaube, es wacht gerade wirklich was auf. Leute haben erkennen, dass hier was in Bewegung ist und dass sich hier was weiter bewegen kann und haben Lust daran zu partizipieren. Die Grünen haben enormen Mitgliederzuwachs. Ich bin ja selber letztes Jahr Teil davon auch gewesen. Wir sind jetzt über 100.000. Ich bin wirklich der Meinung, wenn ich am Ende gewählt bin, sind die Leute, die mich dahin gebracht haben, die mit mir Wahlkampf gemacht haben, die vor Ort waren, Leute angesprochen haben, die selber meine Inhalte verbreitet haben, zugehört haben, sich eingebracht haben, das werden nicht nur diejenigen sein, die jetzt gerade schon dabei sind und die auch schon die letzten 20 Jahre dabei sind, die sind übrigens großartig, sondern das werden zum ganz großen Teil auch Leute sein, die wir bis jetzt noch gar nicht kennen, die bis jetzt noch überhaupt gar keine grünen Mitglieder sind und die bis jetzt selber vielleicht auch noch gar keine Idee davon hatten, dass sie eigentlich sich gerne politisch einbringen würden. Also ich gehe davon aus, dass wir eine ziemlich große Wachstumskurve haben werden. Jedenfalls werde ich versuchen, die zu pushen. Ich gehe davon aus, dass wir die Mitgliederzahl im Wahlkreis Stade im Laufe dieser nächsten Monate wirklich verdoppeln können, wenn nicht sogar noch mehr. Ich gehe davon aus, dass vor allem junge Leute jetzt merken, warte mal, wenn ich jetzt irgendwie schon so und so viele Freitage vor der Schule gestanden habe, ich gucke mir mal an, welche Partei in Deutschland eigentlich keine Altersbeschränkung nach unten hat für die Mitgliedschaft. Ah, das sind die Grünen, großartig. Und dann komme ich da mal mit zu. Also ich glaube, dass diese grüne Welle schon richtig Wucht hat und dass wir da eine einmalige Chance haben, da was zu verwirklichen. Und, so blöd das auch ist, aber durch die Pandemie haben sich unsere Formen des Miteinanders so verändert, dass bei den Leuten also sowieso ein Schalter umgeht. Wir haben die Veränderung gerade eh schon im Tag. Wir haben die Veränderung eh schon im Monat. Wir haben die Veränderung eh schon im Jahr. Und das ist jetzt für uns eine auch psychologisch und emotional sehr gute Zeit, um einen Wandel zu beginnen, um die eigene Meinung zu ändern, um das eigene Verhalten zu ändern. Wenn wir eh schon alles ändern müssen, fällt es uns tendenziell einfacher.
Also ich gehe zum Beispiel davon aus, dass allein schon die Tatsache, dass der Wahlkampf jetzt so durchgeschüttelt wird durch Corona und dass wir eben nicht alles machen können wie normalerweise, dass wir nicht einfach überall diese Stände haben und ein paar Veranstaltungen, ein paar Zeitungsartikel und mehr hört man nicht. Sondern ich gehe davon aus, dass wir, dadurch, dass wir sowieso stark auf online gehen müssen, dass da auch Formate und Leute interessanter werden, die im Online-Raum mehr drauf haben. Und ich glaube, das ist zum Beispiel, ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das ist ein Steckenpferd, was ich habe gegenüber den anderen Kandidierenden hier, dass ich tatsächlich, wenn sich das hier gut entwickelt zum Beispiel, dass ich die Möglichkeit habe, effektiv und viel und gut vorbereitet online zu kommunizieren, Inhalte aufzubereiten und auch ein bisschen Spaß und Aufregung in die Politik zu bringen, dass hier tatsächlich was passiert. Da sehe ich Corona als eine Chance tatsächlich. Diesen Online-Wahlkampf jetzt so mal, also er ist erstmal online so lang, bis die Beschränkungen aufgehoben sind, den zu starten und den auch tatsächlich zu führen. Als drittes möchte ich gerne über das Format sprechen. Tada! Als drittes möchte ich darüber reden, was ich in diesem Format noch vorhabe. Mit mir, mit euch, mit allem zusammen. Jetzt habe ich so viel über Wahlkampf geredet, dabei ist dieses Format eigentlich gar kein Wahlkampfformat. Auf jeden Fall nicht allein. Ich möchte eine Nachhaltig-Community aufbauen. Das ist was ich sowieso schon die letzten Jahre im Studium überlegt habe, dass ich gerne einen Raum schaffen will, wo es Möglichkeit gibt, mal einmal Nachhaltigkeitsphilosophie so richtig auszuleben. Mal einmal zu schauen, können wir uns mal in große Themen einarbeiten, einmal mal durchsprechen, und ein bisschen das auf eine entspannte und ruhige Art und Weise machen. So ein schönes Nachhaltigkeitswohnzimmer quasi, wo Leute zusammenkommen können, die alle so in die Richtung denken. Die große Truppe hat nämlich meiner Meinung nach noch nicht so wirklich eine Community, hat noch nicht so richtig so ein Lagerfeuer, wo sie so sich so ein bisschen drum versammeln kann. Und es wäre total cool, wenn man einmal die Woche Richtung Wochenende so einen Raum hat, wo Leute einfach reingucken können, wo die sich entspannt dazusetzen können und dann gibt es halt mal einen aufregenden Inhalt oder es wird mal einfach nur spontan einfach mit ein bisschen miteinander gequatscht. Und das ist im Grunde die Idee dieser Community. Ich möchte also über Wirtschaft reden, ich möchte über Umwelt reden, ich möchte über Leute reden, die auch mit die an der Veränderung der Gesellschaft beteiligt sind und daran Lust haben. Und der Wahlkampf ist, weil das eben mein Format ist, der Wahlkampf ist Teil von mir und dementsprechend findet der dann hier auch statt. Ich mache es quasi auch als Wahlkampfformat, weil ich das jetzt einfach so tue. Und das ist für mich, ich finde das auch ein super Anlass, so ein Projekt mal zu starten, dass ich gleich mehrere Anliegen, quasi mehrere Fliegen mit einer Klappe schlage. Das bedeutet aber nicht, wenn ich jetzt hier jede Woche live bin, dann erzähle ich euch nicht die ganze Zeit, was im Grunde mein nächster Wahlkampf-Move ist oder sowas. Ich werde bestimmt zwischendurch immer mal wieder Updates bringen, immer mal wieder was erzählen, Eindrücke, aber es ist halt kein reines Wahlkampfformat, sondern es geht ja um Themen. Jede Woche zwei Stunden. Die nächsten zwei Wochen kann ich direkt mal sagen, die Themen sollen nämlich immer vorher schon stehen. Jetzt gerade ist ja der erste Stream, deswegen stand es erst heute Nachmittag, aber heute geht es halt ja um meine Vorstellung, die waren wir schon. Dann sind wir jetzt über das Setting, über das Bundestagswahljahr gegangen und jetzt als nächstes erzähle ich mal hier, was mit dem Format abgeht. Aber die nächsten Wochen geht es dann schon mal wieder ein bisschen inhaltlicher rein. Zum Beispiel möchte ich nächste Woche mal anfangen damit, warum es sinnvoll ist, sich jetzt in diesem Moment in unserer Zeit mit Parteipolitik zu beschäftigen. Warum eine Partei? Warum nicht eine NGO? Warum werde ich nicht einfach, spende ich nicht einfach bei Malteser oder hol mir ein Care-Patenkind, kauf Bio ein und dann unterschreibe ich ein paar Campact-Kampagnen und dann arbeite ich irgendwie ehrenamtlich bei VivaCon Aqua mit oder bei Amnesty International. Das ist doch auch was wert. Warum muss ich unbedingt oder warum ist es sinnvoll, Parteipolitik mitzumachen? Da gehe ich gerne nächste Woche drauf ein. Da habe ich nämlich für mich ja die Gründe jetzt gefunden und möchte das einmal ausbreiten. Warum das nämlich eine sehr effektive Art und Weise ist, sich eben gesellschaftlich zu beteiligen. Warum ich das wichtig finde. Und als zweites möchte ich darauf eingehen, warum die Grünen? Also warum habe ich mich für die Grünen entschieden? Warum bin ich zum Beispiel nicht Teil der Linkspartei geworden? Die sind doch auch feministisch und solidarisch und denken auch über die Neubestimmung des Arbeitsbegriffes nach.
Oder warum bin ich nicht, wenn wir schon bei Arbeit sind, bei der SPD eingezogen? Sozialdemokratie ist doch ein Riesensteckenpferd von mir. Der Sozialstaat selber ist doch ein Riesensteckenpferd von mir. Und das ist ja mehr oder weniger das, was die SPD politisch so als ganz großen historischen Bogen in das in, ja, mit beigetragen hat. Warum bin ich zum Beispiel nicht bei der CDU? Konservative Werte, also Konserve, da geht es ja um Bewahren. Warum ist eigentlich die CDU zum Beispiel jetzt gerade nicht mein Konservativismus? Also warum bin ich zwar konservativ, aber nicht so wie die? Das möchte ich gerne alles nächstes Mal erklären. Und ich möchte auch diese Partei so ein bisschen einordnen oder meinen, jedenfalls das, was ich mir darunter vorstelle. Ich bin ja auch erst seit 1,5 Jahren dabei und ich bin jetzt auch kein... Also ich möchte mich persönlich als Nachhaltigkeitsphilosoph auch so ein bisschen an die Seite stellen und sagen, okay, wie gefällt mir denn das, wie gefällt mir dieses und was gefällt mir auch nicht. Also ich bin jetzt nicht der direkte flammende Verfechter von jeder einzelnen Parteiposition, die wir haben. Das gibt es so auch nicht. Das ist auch übrigens ein falsches Verständnis meiner Meinung nach von Parteipolitik. Aber da kommen wir dann nächstes Mal alles dazu. Aber es geht darum, warum ich finde, dass diese Einordnung von politischen Parteien und Gruppen in Rechts- und Links Schwachsinn ist, warum ich glaube, dass das bei uns nicht mehr so wirklich viel zu tun hat, zu suchen hat in diesem Jahrhundert. Da gibt es eine sogenannte Hufeisentheorie, die erkläre ich dann vielleicht mal und sage, wo ich irgendwie, warum ich das nicht gut finde. Und das wäre aber nächste Woche. Und übernächste Woche möchte ich anfangen mit einer Serie, die ich mir ausgedacht habe. Und zwar möchte ich das Grundsatzprogramm einmal durchgehen. Die Grünen haben sich nämlich auch so eine Art Verfassung gegeben. Also ich vergleiche das jetzt mit der Landeskirche und der Kirchenverfassung, die sich gegeben haben. Die Grünen sind seit der Gründung, haben sie sich 3 Grundsatzprogramme, meine ich, wenn ich das jetzt nicht falsch sage, gegeben. Und jetzt gerade war ein neues. Also sie haben nochmal in einem über fast 2 Jahre dauernden Prozess sich überlegt, was sind eigentlich unsere Grundwerte, haben das parteiweit komplett durchdiskutiert, auf allen möglichen Sitzungen und Tagungen klargemacht und jetzt im Grunde so ein übergreifendes Programm zusammengeschrieben. Das ist nicht das Bundestagswahlprogramm, das kommt noch. Das Grundsatzprogramm ist genau das, was es heißt, das sind grundsätzliche Werte, grundsätzliche Leitlinien. Ich war selber auf der Tagung dabei, auf dem Bundesparteitag, der heißt Bundesdelegiertenkonferenz bei den Grünen, wo das beschlossen wurde, wo die Änderungsanträge alle nochmal eingegangen sind, wo sie abgestimmt wurden. Und da waren zum Beispiel, um den Unterschied zu erklären, wenn es da zum Beispiel darum geht, dass wir ein Tempolimit haben wollen deutschlandweit, dann, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Zahl jetzt reingekommen ist oder nicht, aber das Grundsatzprogramm, das Argument, das ist eigentlich nicht dazu da reinzuschreiben, wir wollen Tempolimit 120 oder Tempolimit 110, sondern was ins Grundsatzprogramm reinkommt, ist, wir wollen das Tempolimit, also wir wollen das Höchsttempo stark reduzieren. Und dann im Bundestagswahlprogramm, da kommen die Zahlen, Daten, Fakten rein. Und die Idee ist halt dahinter, dass das Grundsatzprogramm einfach länger halten soll. Das soll halt nicht nur jetzt für diese 4 Jahre gelten, sondern es soll für die nächsten 20 Jahre gelten. Und dann irgendwann, 2045, dann macht sich die Grüne Partei nochmal auf den Weg und schreibt ein neues Grundsatzprogramm mit ihren Werten dann zu der Zeit. Und deswegen, weil wir eben jetzt diese Situation haben, dass ich gerade anfange, meinen Bundestagswahlkampf zu starten, dass ich gerne über grüne Programmatik und Nachhaltigkeit reden möchte. Und die Grüne Partei hat gerade ein neues Grundsatzprogramm geschrieben und alles untereinander aufgeschrieben. Das möchte ich nutzen. Deswegen ist da, also übernächste Woche geht's los mit meiner kleinen Miniseries dann in der Hinsicht. Da möchte ich einmal mit euch zusammen so eine Art Close Reading machen. Ich werde das dann auf dem Bildschirm aufrufen. Ich bin dann an der Seite dabei. Und dann lesen wir mal die Teile, jedenfalls die Kapitel des Grundsatzprogrammes, die ich auch studiert habe. Und dann kann ich mal einfach kommentieren, was halt ein Nachhaltigkeitsphilosoph dazu sagt, zu diesem Punkt. Oder kann man erklären, wo es eine Kontroverse gab, wenn ich das weiß. Aber eben deswegen nehme ich mir die Teile, wovon ich auch richtig was verstanden habe, die ich halt auch fachlich einschätzen kann und würde die gerne vorstellen. Ja, der Titel von dem ganzen Ding ist Veränderung schafft Halt. Das finde ich zum Beispiel auch eine sehr gute politische Einsicht zum Start. Das ist nämlich, Veränderung schafft Halt ist ein Spiel mit dem Grundwert des Konservativismus, also Konserve bewahren. Die
nehmen wir zum Beispiel an, wenn wir den Konservativismus aus der Sicht der CDU denken, dann haben wir, dann formulieren wir das aus als, es soll am besten so bleiben, wie es ist. Es ist nämlich jetzt ganz gut so. Das ist Konservativismus aus der Richtung gedacht. Veränderung schafft Halt ist eine Kerneinsicht aus der Nachhaltigkeitsbewegung. Nämlich, wir wollen auch, dass alles einigermaßen so bleibt. Wir wollen gerne, dass der Winter so kalt ist und der Sommer so kalt, weil so können wir uns dann nämlich drauf einrichten und unsere Pflanzen und unsere Wirtschaft. Und wir wollen nicht, dass sich das ändert. Wir wollen, dass unser Wirtschaftssystem so die Leute ernährt. Und das wäre gut, wenn es dann dazu landwirtschaftliche Fläche gäbe, die nicht ständig weiter kaputt geht. Das heißt, wir wollen auch, dass es so bleibt, aber die Nachhaltigkeitsbewegung hat verstanden, dass es eben für dieses Konservieren, für das Bewahren der Umstände, wie sie sind, dass es dafür ganz grundlegende Veränderungen braucht. Deswegen finde ich diesen Titel so gut oder so passend, weil der auf eine sehr kurze und einprägsame Weise sagt, was die Grünen eigentlich wollen. Ja, wir wollen auch, dass es allen gut geht und wir wollen halt nicht, dass hier alles in die Binsen geht. Und der Grund und die Art und Weise, wie wir das erreichen, ist, dass wir bestimmte systemische Probleme unserer Gesellschaft, wo wir gut rausgefunden haben, was da dran jetzt gerade nicht gut ist, dass wir die entsprechend verändern. Und diese Vorschläge bringen tatsächlich meiner Auffassung nach jetzt gerade nur wir richtig ein. Ich sehe keine andere große Kraft, die das in der Stärke und in der mit der Fachkompetenz und in der Zusammenstellung und Verknüpfung untereinander als Gesellschaftsidee in den politischen Prozess einbringt. Und das möchte ich eben gerne machen. Ja, eben, das sind die nächsten Wochen. Nächste Woche ist eben, warum in einer Partei und warum die Grünen. Und das nächste, also übernächste Woche ist dann der Start dieser Grundeinkommen-Series. Grundsätzlich zum Format. Es ist ja immer, also gerade bei so Community-Formaten ist das immer ein bisschen schwierig einzuschätzen. Ich weiß ja überhaupt nicht, was hier passiert. Also ich finde es super, dass sich schon ein paar Leute eben beteiligen bei Chat. Ich finde es super, dass wir 30 Zuschauer haben. Also ich kann mal eben kurz sagen, mein Plan hierfür ist, also ich mache das hier eh, ja. Ich bin eh bis September hier und ich wohne in diesem Zimmer. Ich habe auch Corona, also Lockdown, Ausgangsbeschränkungen. Das heißt, ich habe hier auf jeden Fall Zeit und ich werde das hier auf jeden Fall weiterführen. Wenn hier jede Woche in 5 Wochen 25 oder 15 Leute sind, die sich das gerne anhören, dann bin ich da, dann bereite ich den Content vor und dann gehen wir da durch und dann machen wir uns einen schönen Abend. Also ich habe jetzt gerade, für mich ist das, was dieses Format erfolgreich macht, ist im Grunde jetzt gerade schon erreicht. Und alles, was dann da drauf kommt, ob wir 300 werden, ob wir 600 werden, das ist jetzt natürlich großartig, aber das ist jetzt halt, ich gehe hier nicht ran mit so einem Wachstumsansatz von wegen, okay, so, und ihr habt jetzt alle zugehört und nächste Woche habt ihr alle eine Freundin dabei. Also ich bin jetzt schon, ich bin schon so wirklich zufrieden damit, wie viele Leute, oder ich bin super dankbar, dass so viele Leute vorbeikommen und sich das alles erstmal schon mal angucken wollen. Insgesamt, Community, für viele Leute ist Twitch was Neues. Wenn ihr hier zusammenkommen wollt, also das ist, ich habe das auch wirklich so ein bisschen als entspannter Abendspaziergang so ein bisschen gedacht, so ein bisschen als so ein Abendwohnzimmer. Wenn wir alle hier vorbeikommen wollen und irgendwie dann nach ein paar Wochen oder nächste Woche schon merken, hey, du warst doch auch schon letzte Woche da und einfach, wenn ihr euch unterhalten wollt im Chat über das, was wir erzählen, was ich sage, dann können wir auch eben Gespräche miteinander führen. Die Aufteilung von jetzt dem Content oder dem Inhalt, den ich vorbereite und den ich im Grunde vormache und wo ich einen Punkt nach dem anderen erzähle und dem Community Building, was wir hier machen, wie wir uns unterhalten, was unsere Themen sind, wie wir uns vielleicht verzetteln, das ist alles eben noch nicht klar und das ist alles, was das wird alles die nächsten Wochen erst entstehen. Und da bin ich deswegen, ich habe jetzt keinen festen Plan gemacht, dass ich sage, oh, ich möchte jetzt immer eine Stunde durcherzählen, halt einen riesen Vortrag und danach machen wir eine Stunde Q&A oder so. Das mache ich tatsächlich schon oft genug bei Zoom. Dafür ist das jetzt einfach ein bisschen lockerer gedacht. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich diese Themen, die ich dann immer vorbereite, ich glaube, ich werde nicht eine ganze Stunde durchreden, sondern ich werde dann wahrscheinlich ähnlich wie heute
würde ich dann einfach 20 Minuten mal über Arbeit reden und dann vielleicht 20 Minuten über Gendern oder was auch immer und zwischendurch halt immer mit euch reden natürlich, was ihr so zu sagen habt, was ihr gerne sagen wollt. Genau, soll ich vielleicht die FFS im Stadion informieren? Ich habe eine riesen Liste von Leuten, die ich noch anschreiben muss. Gerne. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr, also ihr kennt ja alle Leute, ne? Also alle, die an irgendwie an Politik und Nachhaltigkeit interessiert sind. Ich weiß, wir haben jetzt hier richtig was vor. Alle Leute, die jetzt zum Beispiel in Stade oder im ganzen Wahlkreis Stade, das geht ja auch ganz bis nach Rothenburg runter fast, alle Leute, die sich da mal interessieren und einfach miteinander austauschen wollen, die könnt ihr gerne, schreibt die alle an, holt die alle her, lasst sie sich das alle angucken. Die Idee ist auch, wenn es können ja nicht alle um 19 Uhr, immer am Donnerstag, deswegen sollen diese Mitschnitte oder soll einfach dieser Stream auch auf YouTube hochgeladen werden. Da sind wir im Hintergrund noch ein bisschen sind wir noch ein bisschen am Arbeiten, aber das sollte eigentlich auch funktionieren, damit man nämlich auch nachgucken kann, was hier passiert ist. Vicky Stade habe ich nicht auf der Liste, aber gucke ich mir an, ist jetzt ja im Chat. Alles wunderbar. Habe ich eben abgespeichert. Ja, aber das ist so Idee. Also ich möchte hier immer 2 Stunden eben mit euch mich unterhalten. Das Ganze geht auch auf YouTube. Ich habe auch überlegt, dann Zusammenschnitte davon zu machen. Vielleicht gehen Teile davon dann auf Instagram. Also es gibt dann, das soll tatsächlich eine größere Sache werden hier. Also für mich jedenfalls von meinem Aufwand. Weitere Themen. Ich kann mal eben kurz einfach eine Liste runterrattern von Sachen, die ich auf dem Zettel habe, die wir machen können. Und zwar grundsätzlich dieses Grundsatzprogramm. Da ist für mich das Kapitel 1 interessant, da geht es um Umwelt und Nachhaltigkeit. Kapitel 2 ist die ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Riesending, weiß ich sehr viel von, würde ich gerne erklären, erzählen, diskutieren, bringe ich mit. Da gehen wir drüber. Kapitel 6, soziale Sicherung und Arbeit. Das ist mein Herzensthema. Also gerade der Arbeitsbegriff. Was ist überhaupt Arbeit? Welche Arbeit ist wie viel wert? Da könnte ich wirklich Stunden drüber reden. Und ich lasse mich gerne, müsste mich vielleicht ein bisschen im Zaum halten, keine Ahnung. Ansonsten, ich finde es spannend. Klimaflucht, was ich schon vorhin erzählt hatte. Wenn jetzt Kiribati untergeht, wo gründen wir neu Kiribati? Und wie passt unser jetziges Fluchtregime oder Migrationsregime mit anderen zusammen? Das ist einfach eine Frage, mit der wir uns als Gesellschaft, mit der wir uns als Generation auf jeden Fall auseinandersetzen müssen. Es gibt gerade, je nach Zählung, zwischen 50 und 70 Millionen Menschen auf der Welt, die geflohen sind von zu Hause. Die meisten davon sind Binnenvertriebene, die sich in ihrem eigenen Land bewegen, aber eben auch internationale Geflüchtete. Und es gibt Projektionen aus unserem Bereich, aus den Nachhaltigkeitswissenschaften, die sagen, dass bis zum Ende des Jahrhunderts 400 Millionen Leute auf der Flucht sein könnten. 250 Millionen Leute, natürlich gehen die Zahlen da sehr auseinander, aber je nachdem, wie hoch der Meeresspiegel steigt, je nachdem, welche Flussregionen, fruchtbaren landwirtschaftlichen Gebiete Probleme bekommen, können wir wirklich damit rechnen, dass wir als Generation auf jeden Fall die mit der Bewegung von Menschen auf diesem Erdball, der uns ja allen gleichermaßen gehört, wenn überhaupt, dass wir damit umgehen müssen und dass wir da neue Wege finden müssen. Da habe ich was vorzubereiten. Eins von meinen Grundthemen ist ja das Grundeinkommen immer schon gewesen. Ich habe da, wie gesagt, meine Bachelorarbeit drüber geschrieben. Ich bin auch Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft Grundeinkommen. Super spannend. Niedersachsen ist der Landesverband oder auch in ganz Deutschland, wo das Thema Grundeinkommen gerade am lebendigsten diskutiert wird. Es ist auch eins der Länder, in dem Grundeinkommensprojekte am wahrscheinlichsten sind, dass wir damit anfangen. Wir reden gerade darüber, wie wir in das Wahlprogramm und dann bestenfalls in den Koalitionsvertrag erste Schritte einbringen können, wie wir das Grundeinkommen oder ähnliche Modelle, Grundsicherung ist zum Beispiel, steht im Grundsatzprogramm der Grünen, dass wir da, wie wir das implementieren, welche sozialen Sicherungssysteme wir an welchen Teilen verändern, um dieser Idee der grundsätzlichen Absicherung aller Menschen in Deutschland näher zu kommen. Ich würde super gerne über Commons reden, Allgemeingüter. Da geht es dann um Eigentumsrechte und um Urheberrecht. Das kommt so ein bisschen aus der Postwachstumsökonomie. Kollektive Verantwortung ist ein großes Ding. Da geht es gerade um Unternehmensethik.
Aber auch um zum Beispiel, ja, wer hat denn überhaupt Schuld am Klimawandel? Wir haben grundsätzlich da Probleme, die Schuld zuzuweisen oder überhaupt kausale Bezüge herzustellen zwischen, ja, zwischen Ursache und Wirkung und unsere bisherigen Ideen von Verantwortung. Wer ist denn verantwortlich für was? Reichen teilweise nicht mehr so ganz aus, um ja, unsere Fragen von heute zu beantworten. Da habe ich einen interessanten Text gelesen und mal einen Vortrag zu gehalten, den würde ich zum Beispiel gerne mal zeigen. Überhaupt Konsumentinnenethik. Ich finde, in vielerlei Hinsicht ist Konsumentinnenethik gar nicht so schlau, wie das Wort klingt. Häufig, ich hatte mal mit Fridays for Future in Kiel auf einer Kundgebung so ein kleines Theaterstück gemacht, wo eine Person von der Regierung, eine Person von einem Unternehmen und eine Konsumentin in der Reihe standen und sich gegenseitig also ein ganz giftiges Paket der Verantwortung zugeworfen haben. Und da habe ich dann mal erklärt, wie Konsumentinnenethik da eigentlich reinfällt. Dass das nämlich eigentlich häufig die Ansage seitens der Unternehmen und seitens der Politik ist, naja, wir müssen da alle schon selber drauf achten, ja. Also da können wir jetzt keine Regeln machen und da können wir auch niemandem hier was vorschreiben. Das ist unser aller gemeinsame Verantwortung. Und so funktioniert halt Nachhaltigkeit in vielen Ecken nicht. Das sieht man dann, wenn nämlich Menschen wie wir im Supermarkt stehen und sich denken, warte mal, ich wollte wirklich gerne mal Schokolade ohne Kinderarbeit essen. Wo finde ich die denn? Und dann suche ich da und ja, muss irgendwie eigentlich fast einen Bachelor in internationaler Ökonomie haben, um irgendwie zu wissen, welches Siegel jetzt in welcher Anbauregion was bedeutet. Ähnlich ist das mit Textilien, wenn ich dann möchte, dass da bestimmte Stoffe nicht drin sind oder dass da bestimmte Arbeitsnormen eingehalten wurden. Ähnlich ist das mit allen möglichen anderen Lebensmitteln oder mit Kosmetika. Und ich kann das wirklich sagen, ich habe Nachhaltigkeit und ein bisschen Chemie studiert und ich finde das immer noch anstrengend. Das heißt, da ist zum Beispiel Konsumentinnenethik für mich wird einfach überbewertet, weil es den Leuten abverlangt, dass sie halt gesellschaftliche Veränderungen am Marktregal, im Supermarkt klären. Und das ist eigentlich nicht der richtige Ort für sowas, sondern gesellschaftliche Veränderung gehört eigentlich in die Politik und in den gesellschaftlichen Diskurs zu uns. Wenn wir nämlich alle kein Mikroplastik haben wollen, dann ist es nicht unsere Aufgabe, das nicht zu kaufen, sondern es ist unsere Aufgabe, das zu verbieten, dass es das nicht mehr gibt. Ja, kollektive Verantwortung, Konsumentenethik. Ich kann meine Masterarbeit mal vorstellen. Diesen dicken Wälzer, den ich hier habe. Achtung. Die Resonanztheorie von Hartmut Rosa. Jetzt habe ich das Buch gelesen. Jetzt muss ich das auch irgendwem erzählen, oder nicht? Also das ist, da geht es im Grunde um das gute Leben. Finde ich super spannend, würde ich gerne machen. Ich würde super gerne, weil wenn ich mich schon mal Philosoph nenne, ich habe das ja, also ich weiß nicht, ab wann wird man Philosoph? Ist das irgendwie eingetragener Beruf der Industrie- und Handelskammer. Also wenn man das mit Master ist, dann bin ich das jetzt. Dann würde ich super gerne mal über die philosophische Richtung reden, der ich mich jetzt tatsächlich zugehörig fühle. Man hat ja immer so gesagt, man benennt sich immer nach den LehrerInnen, nach denen man irgendwie, die man besonders gerne mochte. Dann ist man irgendwie Heideggerianer oder sowas oder Kantianer. So, ich wäre dann wahrscheinlich ein Nussbaumianer. Also Martha Nussbaum ist die, die mich am meisten geprägt hat. Kann nur kurz sagen, weiß nicht, wenn jetzt jemand in der von diesen Sustainable Development Goals mal gehört hat, das sind im Grunde die Millenniumsziele der UN, einmal weiterentwickelt. Grundlage dafür war das System, was sich Martha Nussbaum mit ihrem Kollegen Amartya Sen ausgedacht hat. Das ist der Fähigkeitenansatz. Da geht es darum, dass man sagt, das gute Leben ist dann gut, also das menschliche Leben ist dann gut und gelingend, wenn darin bestimmte Fähigkeiten zur Vollendung kommen, die dem Menschlichen angelegt sind. Also das würde ich super gerne machen. Ich würde, ein großes Thema von mir ist psychische Gesundheit. Das hat mit meiner persönlichen Lebenssituation zu tun. Ich habe da schon Kontakt zu verschiedenen Netzwerken aufgenommen und würde gerne das mal auf dem Kanal öfter thematisieren. Das wäre gerade unsere Generation, die im Nachhaltigkeitskontext arbeitet, hat im Grunde ein Problem damit, dass sie sich mit einer Welt auseinandersetzen muss, in die sie reingeboren wurde und wo sie schon im politischen Erwachen als Jugendliche erstmal merkt, warte, das geht hier irgendwie nicht mehr so richtig voran. Irgendwas zerlegt sich hier gerade selber. Und das ist ein ganz
Ja, das ist eine sehr, sehr instabile Grundlage, um darauf quasi jetzt so ein Leben aufzubauen, insgesamt eine Lebensperspektive aufzubauen. Die älteren Generationen kennen das vielleicht aus der Zeit des Kalten Krieges oder, also das ist jetzt nun wirklich sehr weit, aber auch aus der Zeit anderer kriegerischer Bedrohungen. Da kommt dann nämlich immer wieder periodisch das Thema auf, ist diese Welt eigentlich eine, in die man ein Kind setzen kann? Und das haben genau das Problem haben heutzutage auch ganz viele Menschen, dass sie sich einfach fragen, ist dieses Leben eigentlich ein Leben, wo ich mich darauf freuen kann, wie die nächsten 60 Jahre funktionieren, wenn mir jeder zweite Zeitungsartikel sagt, dass die nächsten 25 Jahre richtig schlimm werden. Und da würde ich eben gerne mit reingehen. Persönliches Wachstum, psychische Gesundheit, ja, wach bleiben und freundlich bleiben in dieser Welt, so wie sie ist. Ich kann sowieso ein Thema, was mir im Rahmen des Studiums immer mehr ans Herz gewachsen ist, ist soziale Gerechtigkeit und die Emanzipation von Herrschaftszuständen. Ich kann gerne mal ein paar Takte zum Feminismus sagen. Ich bin ja auch, das ist auf meiner Internetseite, ist eine meiner Selbstzuschreibungen ganz deutlich, dass ich Feminist bin. Ich kann mal zum Beispiel erklären, wie ich gender und warum ich gender. Und da mal ein paar Anekdoten zu erzählen. Aus einem halben Leben an der Uni jetzt quasi. Ich kann noch mal was zur Kirche sagen. Ich würde gerne thematisieren die Zukunft der Arbeit und das Arbeiten auf dem Land. Sehe ich zum Beispiel auch in Stade, gerade als einen großen Punkt. Insgesamt, ich würde gerne, also wenn sich da, ich muss das hier alles noch lernen. Es ist quasi mein erster Tag hier. Aber ich kann mir bestimmt vorstellen, dass wir hier eine Zoom-Integration hinbekommen. Ich würde gerne mal Diskussionsabende machen mit anderen Leuten. Bin auch schon ein bisschen vernetzt. Ich würde gerne, vielleicht fangen wir einen Buchclub an, wo wir alle 4 Wochen mal ein Buch zusammen gelesen haben und dann darüber diskutieren. Zum Beispiel steht bei mir immer noch, ist bei mir immer noch auf dem Schreibtisch Die Rettung der Arbeit von Lisa Herzog. Das ist eine Arbeits- und Wirtschaftsphilosophin, die gerade sehr gute Arbeit macht einfach. Meine ich. Deswegen habe ich mir das Buch gekauft. Und ich muss es ja auch noch lesen. Ja, aber Kooperation mit anderen AnsprechpartnerInnen. Ich bin zum Beispiel gerade, ja, meine gesamten Netzwerke sind eben jetzt meine Vereine, denen ich zugehörig bin, das Umweltnetzwerk, die Depressionsliga in Deutschland, die Landeskirche. Und es wird sicherlich immer ganz viele Möglichkeiten geben, verschiedene Kooperationen an Land zu holen und über Sachen zu sprechen. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, einfach Leute mit reinzunehmen, die wir gucken dann zusammen, zum Beispiel einen Doku-Ausschnitt, diskutieren den mal und dann könnt ihr gerne, ja, können wir gerne einfach auch mit euch ins Gespräch kommen. Das Ganze ist dann also, ja, so interaktiv aufgebaut, wie wir es im Grunde uns wünschen. Ich will noch mal sagen, zu der ganzen Video-Online- Technik-Story, die wir jetzt hier aufziehen. Also wir sind ein absolutes Low-Budget-Team. Ja? Also Wahlkampf, das ist noch eine Sache. Warum sind die Direktmandate bisher immer zwischen SPD und CDU aufgeteilt? Unter anderem deshalb, weil CDU und SPD auch in jedem Wahlkreis wirklich immer rangehen und auch mit dem Geld rangehen und sich eine Agentur holen. Und was starten. Also in fast jedem Wahlkreis in der gesamten Bundesrepublik gibt es auf jeden Fall eine große Kampagne dieser beiden Parteien. Die Grünen sind da noch nicht so richtig drin, weil die Grünen bisher immer eine Partei waren, die sich noch nicht so wahnsinnig auf Wahlkampf in dem Sinne konzentriert. Vielleicht erinnert ihr euch vor ein paar Jahren, die Wahlplakate der Grünen waren ja häufig Zweitstimme Grün. Also dann waren die Grünen quasi so eine Zweitstimmenpartei, ähnlich wie die Linke das auch sind. Also Leute, die eigentlich nicht erwarten können, überhaupt Direktmandate zu bekommen und deswegen ihre Ressourcen auch voll da reinstecken, macht das Kreuz einfach auf der zweiten Zeile. Weil dann kommen nämlich bei uns die ganzen Leute über die Zweitstimme in den Bundestag. So ist es bisher häufig gelaufen. So ist es bisher allermeistens gelaufen. Und deswegen sind die Grünen strukturell
nicht so wirklich darauf eingerichtet, diese Kampagnen zu machen. Das heißt, was wir jetzt hier wirklich tun, die Tatsache, dass wir jetzt hier, dass ich mir jetzt hier ein Studio zusammenbaue, die Tatsache, dass wir einen YouTube-Kanal machen, wo der ganze Kram drauf soll, die Tatsache, dass wir einen Instagram-Kanal haben, das läuft alles aufgrund von, also ohne, im Grunde ohne die großen Geldmittel, die andere Parteien da haben. Wo ich schon dabei bin, kann ich auch nochmal sagen, ich werde hier bei Twitch nichts monetarisieren können. Will ich auch nicht. Erstmal würde das ständig rumnerven. Und Politik darf nichts kosten. Das heißt, um mir zuzuhören, um mit mir zu schreiben, um mir Chatnachrichten zu schicken, kann ja niemand Geld bezahlen müssen. Das wäre total bescheuert. Und es wäre auch total bescheuert, wenn die Leute 5 Euro in den Pott werfen und mir dann eine private Nachricht schreiben oder sowas, die ich dann auf jeden Fall beantworte oder so. So funktioniert das nicht. Und die AGB von Twitch verbietet das auch ganz explizit. Die sagt, alle Leute, die politischen Content machen beziehungsweise politische Ämter haben wollen oder von der Parteistruktur sind, dürfen die Monetarisierungsoptionen von Twitch nicht nutzen. Ich kann hier keine Werbung schalten, ich will hier keine Werbung schalten. Ich werde aber auch nie so, ja, Kanalabonnements irgendwie einsetzen, die irgendwie Geld kosten oder so. Das wird alles nicht funktionieren. Was wir machen können, das überlegen wir, ob wir mittelfristig ein Spendenkonto auf die Reihe kriegen. Und ich bin gerade auf der Suche nach einer, auch nach einer Cutterin oder einem Cutter zum Beispiel für meine Social-Media-Inhalte. Und so ein bisschen werden wir also versuchen, wie wir das professionalisieren können. Aber im Grunde, es ist wirklich, ich glaube, Cinderella hatte ich schon heute gesagt. Die andere Story ist halt David gegen Goliath. Aber bei der Idee war ich auch, also bei der Story war ich auch immer für David so. Ich glaube wirklich, dass das jetzt hier bis September funktionieren kann. Und ich meine, dass wir eben, also, dass wir auch ganz viel, also auch mit einer Low-Budget-Kampagne das machen können. Also auch ohne irgendwie so ein fettes Video produzieren zu können, wo man für 6 Minuten 2000 Euro zahlt oder so. Das können wir nicht, das wollen wir nicht. Ich würde mich total freuen, wenn sich das entwickelt, weil ich mir wirklich vorstelle, gerade auch mit den Organisationsskills, die wir so mitbringen, irgendwie jeweils aus dem Ehrenamt, ich und mein Team hier, dass wir hier eine Struktur auf die Reihe kriegen, die auch total neuenfreundlich ist. Also das ist mein großes Ziel, dass also gerade die jungen Leute, aber auch alle anderen Leute in Stade, die sagen so, es hat nie so richtig Klick gemacht bei mir, es war nie so der Punkt, wo ich gesagt habe, oh, jetzt steige ich ein, jetzt mache ich was. Und das wollen wir eben ändern, dass wir die Hürde runtersetzen, dass all die Leute, von denen ich höre, die sagen, boah, ich finde das großartig, was du machst, ich bin da irgendwie echt schon interessiert, aber ich bin selber eigentlich noch nie irgendwie politisch aktiv gewesen, dass die Mitglieder werden, dass die reinkommen, dass Fridays for Future, dass die Leute hier reinschwemmen, dass wir den Laden quasi richtig anreichern, dass sie den Haufen übernehmen so ein bisschen. Dass wir nicht nur auf der Bundestagsebene, sondern auch auf der kommunalen Ebene mal richtig reinschwappen, dass wir mal alle Plätze besetzen, die wir kriegen können. Und dass wir dann, statt immer daneben zu stehen und Wächterin und Mahnerin zu sein als Partei, statt immer zu sagen, nein, das solltet ihr auf jeden Fall nicht so machen oder der viel bessere Veränderungsvorschlag wäre, das so und so zu machen, sondern dass wir mal die sind, die den ersten Vorschlag machen. Dass wir die sind, die es am Ende auch tatsächlich entscheiden. Nicht die ganze Zeit daneben stehen und sagen, das müsste aber anders funktionieren, sondern die Person raus, uns rein und dann drehen wir den ganzen Laden mal um. Wenn jemand von euch so richtig krass mit Twitch auskennt, also schreibt mir ein SMS oder meldet euch irgendwie bei mir. Ich bin interessiert, weiter zu lernen. Überhaupt Studio-Update auch, also das ist jetzt alles noch ein bisschen kahl. Ich wollte erstmal schon letzte Woche anfangen zu streamen und ich wollte alles schon ein bisschen fertiger haben. Der Zeitplan da ist jetzt, mache ich, und zwar, wenn Ikea wieder auf hat oder so, und dann möchte ich mir auch was in den Hintergrund stellen oder irgendwie noch eine kleine Lampe dazu oder so. Das wollte ich nur sagen, ich finde super, dass wir jetzt schon 30 Leute waren. Ich hatte ernsthaft gedacht, ich sitze mit 5. Also ich habe ja gesagt, ich sitze mit meinen beiden Moderatoren und vielleicht meiner Mama oder so, und ich bin super happy, dass ihr dabei seid, und eben die nächsten Male wird es ein bisschen lockerer. Kommt zusammen, bringt eure Leute mit, das wird bestimmt spaßig. So, ihr Lieben, haut rein. Ich habe mir überlegt für später, ich mache so eine Endshow immer noch, dass ich dann einfach den Stream noch
5 Minuten laufen lasst oder so, damit ihr euch irgendwie im Chat auch verabschieden könnt oder so. Aber die Kamera ist dann schon mal aus. Ich wollte eigentlich Musik spielen in der Zeit, aber ich habe gerade ein bisschen Probleme, das mit den Lizenzrechten hinzubekommen. Wenn jemand von euch sich juristisch in Lizenzierung von Musik spezialisiert hat, ruft gerne an. Aber genau das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Ich würde dann also auf den anderen Bildschirm wieder switchen. Und einfach nochmal 10 Minuten laufen lassen, aber von mir aus ist die Nummer jetzt durch. Wir sind on fire. Richtig geiles Abschlusswort. Und ja, macht's gut. Läuft noch 5 Minuten zu Ende und dann sehen wir uns nächste Woche. Haut rein!